Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Walking Dead Saints and Sinners Retribution. Ja, es gab jetzt längere Zeit keinen weiteren Part aus einem ganz einfachen Grund. Ja, war Hochsommer und da war es mir viel zu warm, als dass ich mich unter das VR-Set setzen würde. Also das war wirklich der einzige Grund. Ich wollte nicht unter dem VR-Set frittiert werden. Deswegen gab es jetzt halt längere Zeit keine Folgen. Aber das soll uns ja nicht aufhalten. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, von diesem Garrick eine Falle gestellt bekommen, dass wir dann uns erstmal durch eine Zombie-Horde durchkämpfen mussten, hatten Militärgranate freigeschaltet, also die haben wir hier zum Beispiel hier jetzt in unserem Rucksack. Und ja, unser jetziger Auftrag ist es, dass wir erstmal darauf warten müssen, dass Sony sich auf Kanal 65 mit uns in Verbindung setzt. Ich glaube, ich bin beim letzten Mal direkt nach dem Bett rausgegangen. Wie gesagt, die letzte Aufnahme, die ist ein paar Monate her, weil während der Hitzesaison im Sommer wollte ich mir halt, wie gesagt, nicht das VR-Set auf dem Kopf setzen. Weil, ja, das wäre mir halt zu warm gewesen und ich hätte keine halbe Stunde halt unter dem Teil ausgehalten. Ich kann ja nochmal gucken. Wie viele von den Bauplänen uns nochmal fehlen. Also ich habe nach wie vor eine Seite dafür offen, wenn wir in ein neues Gebiet kommen, dass wir die ganzen Baupläne natürlich auch mitnehmen. So, mal gucken, vielleicht meldet er sich ja sofort bei uns. Natürlich müssen wir uns erstmal eine Kippe gönnen, ne? Nachdem ich... So, ich hab's geschafft. Puh. Ich bin übrigens nicht Raucher. Scheinbar meldet er sich gerade nicht bei uns. Vielleicht meldet er sich, wenn ich einmal von einem Bereich zu, rein und wieder rausgehe. Also, dass ich jetzt nicht großartig was in dem Bereich machen würde, sondern dass ich einfach nur sage, ja komm, ich reise einmal, es gibt eine Nacht, bin dann wieder hier. Dass wir halt zumindest hier mit der Story weitermachen. Ja gut, ist ja dann egal, wo ich einmal hinreise. Ich reise einmal hin und wieder zurück. Also, wir sehen uns gleich hier wieder. Okay, Leute, ich habe jetzt mal einen Tag geskippt. Mal hoffen, dass der sich jetzt meldet. Ah, jetzt meldet er sich. I need to talk with you about something. Please. If you can hear this. Ich hab dich gehört. Okay, dann fahren wir jetzt mal zu Bywater. So, ihr habt Sachen zu erklären. Seriously. My dad's in the back. He's fucked up. Er soll seinen Arsch hochbewegen. Get his ass up. He has some explaining to do. He can't get up right now. He's disgusting. Who the fuck's here? The tourist person!
Listen! Oh, Jesus! I can't talk! My fucking guts! He set you up. Obviously. Which is totally not okay. But he's sick. Because of me. I dosed his beans with some potent stuff I found. I needed to talk to you. Oh, I'm sorry. I'm nervous. When he finds out I told you to come here, I don't know what he's gonna do to me. Schon gut. It's okay. Just tell me. Garrett threatened my dad. Told him that if he didn't set up a meeting with you, there'd be consequences. So, my dad did what he was told. That's the truth. I believe you. Why does he want to kill you? He thinks I killed his wife. What a Dez! Hurry! I'm coming! Garrick's a psycho. He needs to die. But he's like a beast, too. That bomb suit he wears, I've seen bullets just bounce right off him. You're gonna need more firepower, and I can connect you with a friend of mine who has access to it. But first, I need you to get a message to someone from me. To wem? Who is it? And the bucket! Come and empty this fucking thing! The stench! Christ! Making me sicker! I need you to find my mom. Her name is Lola. Last I heard, she was in Via Corolla, the exile camp. So go at night. She said to use a UV flashlight to follow the fiddleback symbols. Some sort of spider-looking thing, I guess. Anyway, tell her that she can't leave. Not yet. Tell her she has to wait for me. Paula, Fiddlebacks. Not really sure. It's some bayou people she's been rolling with. Creeps me out, though. Desiree! Now! Jesus! Sorry. I gotta go. Jetzt müssen wir nachts zu Via Carola. Na gut. Aber wenn ich dann schon hier bin, dann bediene ich mich hier eben kurz noch ein bisschen, ne? Also, wir sehen uns gleich im Camp wieder. Ich gönn mir hier. So, wir sind wieder hier. Ich habe den ganzen Scheiß, den ich mitgenommen habe, schon mal verbraten. Aber ich habe auch was Schönes dort gefunden. Was ich mir gegönnt habe, nämlich den kleinen Elefanten hier. Diese Elefantenfigur habe ich mir mal gegönnt, weil sie da in einem Laden lag. Na gut, jetzt müssen wir zu Via Carola, aber bei Nacht. Das wird spaßig, weil bei Nacht rumrennen hasse ich eigentlich bei diesem Spiel. Führt ja keinen Weg dran vorbei, ne? Wir sehen uns bei Via Carola bei Nacht. So, Leute, ich bin jetzt nicht bei Via Carola, aber ich bin hier mal zu Bourbon Street gegangen, wo wir schon mal waren, weil wir haben hier einen Bauplan vergessen und ich dachte mir, komm, holen wir uns denn eben kurz. Und zwar soll hier einer gewesen sein und da stand sogar bei, dass es sehr empfohlen wird, den mitzunehmen. Ich guck gerade. Ich muss durch das Gebäude da. Oh, wie süß, ein Spielzeugroboter. Ich würde mal sagen, die haben Stress. Mit diesem Stress muss ich mich aber nicht abgeben. Thank you.
Hi. Where are you at, tourist? Gotta talk ASAP. Beep us. Hallöchen. So, wo komme ich jetzt hier wieder raus? Einfach geradeaus durch, laut Karte. So, sind wir schon mal wieder hier. Steht der einfach hinter mir. Frechheit. So, hier sollte ich richtig sein. Es muss hier irgendwo laut Beschreibung, genau, eine Treppe sein, die nach oben führt. Tourist, you can hear this, we need to talk. Beep us back. Ja, gleich. Hallöchen. Darf ich die haben? Nein. Ich sehe dich schon. So. Und da ist auch schon der Bauplan. Da haben wir dann die guten Handschuhe. So, das war alles, was ich hier wollte. Dann können wir jetzt zu unserem eigentlichen Zielort gehen. So, wir sind jetzt bei Via Carole. Wir müssen diesen Spinnending folgen. Und sehe ich das richtig? Da liegen Gratis-Granaten. Die sind sowas von gekauft. Ich glaube, dass diese Lola hier vorbeigekommen ist. Je weniger hier rumrennt von denen, desto besser. Alter, was ist hier passiert? Also die Phosphor-Dinger, die sammle ich auf jeden Fall alle auf, ne? Wir brauchen so hart Phosphor. Aber hier scheint es ein bisschen zombie-leer zu sein. Okay, never mind. Baby und Schwimpel! Ich habe einen Triple-Headshot gemacht. Von hinten auch? Nein? Gut. Alter, die Phosphor-Dinger nehme ich alle mit. Hier gestorben. Alter, hier liegt so viel Phosphor. Na gut, ich sollte aber auch nicht zu viel Zeit verschwenden.
Was hattest du denn Schönes im Rucksack, Kollege? Oh, das ist gekauft. Wenn da nochmal so eine Brigade steht, dann schmeiße ich aber eine Granate. Ey, Moment mal kurz, Leute. Ich muss mich an der Nase kratzen. Wir müssen nur diesem Spinnensymbol folgen. Alter, mein Rucksack ist gleich schon voll. Zwei Sachen kann ich noch mitnehmen. Na gut, drei, wenn ich die hier zünde. Ben, sollte ich besser mit rechts werfen? Ich weiß gar nicht, wie ich die auslöse. Kurz. Phosphor ist wichtiger. Hi. Da lang ist sie, okay. Unser Rucksack ist, meine ich, jetzt voll. Ja. Nur für den Fall. Standen aber viele von denen. Ich habe echt viel Leben gerade verloren. Oh, noch mal eine Granate zu mitnehmen. Na gut, die wäre hier jetzt gerade eventuell eine gute Idee gewesen. Bei dir habe ich nicht den Kopf, glaube ich, erwischt. Sicher, sicher. Okay, ich bin aber immer noch auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, ich muss den ganzen Weg, den ich danach nochmal zurücklaufen. Ist jetzt in der oder in der Richtung? Ah, in der. Sind hier noch richtig? Oh, ein Zelt.
Also die Zombie-Gesellschaft ist hier zum Glück relativ gering, da der Turm hier unterwegs ist, ne? Sie ist da reingegangen. Wie lief ich nochmal rückwärts? Couldn't wait any longer. Somebody ran hell on Via Corolla. Another old town all over again. City's gonna burn down before they're through. Talbot's got us on the move, though. Out to the bayou to start fresh. There's a whole world out there beyond this cesspit. Maybe I'll see you there one day. God willing. Much love, baby girl. Lola. Okay. Ich glaube, dass sie schon über alle Berge ist. Kann ich von hier aus direkt verschwinden? Es ist zumindest... Okay, das Ding sollte ich eigentlich auch einmal nachladen. Na gut, dann nicht sie weg hier, ne? Einfach hier jetzt durch die Mitte. Aber was ist hier für ein Kriech vonstatten bitte gegangen? Eine tolle Idee. Habt Spaß damit! Das ist nicht mal ansatzweise so gut geflogen, wie ich erhofft hatte. Viel Spaß damit! Schon besser. Wieso habe ich... Muss meine Schaufel wählen. Also, solange sie einzeln kommen, kann ich es noch managen. Komm her, Arschloch! Aber mit den Granaten habe ich gerade richtig reingeschissen. Erst dich. Und keine Ahnung, wo ich meine Schrotflinte verloren habe. Aber sie jetzt suchen? Wir sind frei. Erstmal muss ich hier eine sichere Umgebung schaffen. Ah.
Ich glaube, ich sollte hier verschwinden. Das ist ein aussichtsloser Kampf. Ich muss weiter in die Richtung. Bist du nicht der, den ich am Anfang über den Haufen geschossen habe? Hui. Okay. Nicht sie weg hier. Ah, wir sind wieder daheim. Anzahl der Toten hat zugenommen. Die Präsenz des Turmes ist gestiegen. Och nö. Also in einer Hinsicht ist es gut, die halten mir die Zombies mehr oder weniger vom Leib, aber... Es sind halt auch mehr schießwütige Gesellen, die auf mich ballern, sobald sie mich sehen. Ich habe übrigens das Zeug alles schon abgegeben. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall was aufbessern. Und da sind auch unsere Premium-Handschuhe. Dann stellen wir uns die einmal her. Die scheinen auch nicht so viel zu kosten, außer dass man Stromleiter... Einen Moment, ich muss mal die alten Handschuhe kurz runterziehen. Kann ich mir verstauen. Boah, sehen die cool aus. Oh, da war noch ein Handschuh. Okay, wir können jetzt ein bisschen was aufbessern, weil wir haben jetzt ein bisschen Phosphor. Nur leider fehlen uns Stiele. Aber das wäre auf jeden Fall wichtig, dass wir das holen. Dann hätten wir nämlich hier nochmal mehr Schutz. Außerdem Schmerzmittel klingen auch nicht gerade schlecht. Laservisier hätte ich auch so gern. Kann ich da denn schon verbessern? Ja. So, jetzt haben wir das hier. Die Munition für die 380er. Munition für die MP. Mach ich mir mal 4 Stück. Ach komm, ich hau noch ein paar rein. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Munition von der MP. Das heißt, wir können uns eigentlich auch ruhig eine MP gönnen. Ah, dafür brauche ich aber erstmal eine SMG selber. So, das Einzige, was ich nicht verbraten habe, ist die Zigarre. Ich will gucken, ob man die anzünden kann. Scheinbar nicht. Okay. Ah, für den Fame lassen wir sie hier. Können wir uns ein bisschen gut fühlen. Ich würde diese Handschuhe gerne ausprobieren. Schlag zu, während das Eis noch heiß ist. Gruß aus Louisiana. Wenn das Stromleiter heiß, also braucht, macht das dann auch Stromschläge? Wir können es halt erst testen, wenn wir einen Zombie vor der Nase haben. Dup, 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 dup. Ja, zu dem Pawn King können wir beim nächsten Mal gehen. Ich würde beim nächsten Mal auch erstmal zu den... Warum habe ich die in der Hand?
zu unseren Rebellentrupp da hinten gehen. Ich weiß übrigens über die Seite auch, dass tatsächlich dort ein weiterer Bauplan ist. In Bywater müssen wir die Nachricht von Lola bringen. Und die anderen müssen wir halt im Magazin treffen, dafür müssten wir dann da einmal rüberlatschen. Ich würde sagen, wir machen das wirklich so, dass wir erst zu den Kameraden da drüben hinlaufen beim nächsten Mal. Bei der Kirche. Wie gesagt, ich weiß, dass dort auch ein Bauplan in der Nähe ist. Die letzten beiden Baupläne sollen übrigens beide am selben Ort sein. Und wir werden da wahrscheinlich storymäßig wahrscheinlich irgendwann einmal vorbeikommen. Also müssen wir uns jetzt nicht so sehr auf die Baupläne fixieren. Und nachdem wir bei ihr waren, gehen wir zu unserer Pfandhändlerin, beziehungsweise dem Pfandhändler und überbringen die Nachricht. Auf jeden Fall, Leute, hoffe ich, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und beim nächsten Mal gibt's einen Gruß aus Louisiana. Ich bin schon gespannt, wie stark die sind. Auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.